Eine neue Studie sorgt für viel Diskussion und Gesprächsstoff. Demnach sollen die Albaner keine Albaner, sondern Türken sein. Zumindest soll bei den allermeisten türkisches Blut in den Adern fließen. Was wohl Skanderbeg dazu sagen würde? Oh no! No! Auch wenn das bei den recht nationalstolzen Albanern merkwürdig klingen mag. Tatsächlich weisen viele Aspekte darauf hin, dass es sich bei den meisten albanischen Menschen, wie im Fall von Ungarn, um ursprüngliche Türken handelt. Den Schlüsselpunkt für diese Annahme stellt unter anderem das kaukasische Königreich Albania dar. Denn das Königreich, das sich im 2. Jahrhundert vor Christus in der Region des heutigen Aserbaidschans befand, soll ein türkischer Staat gewesen sein. Bevölkerungsteile dieses Reiches sollen infolge der Migration von Stämmen später das europäische Territorium erreicht haben. Ähnlich wie im Fall der Hunnen und Awaren, die ebenfalls zu den Turkvölkern gehören bzw. Türken sind. Dass die Albaner von den Illyrern abstammen, sei der Studie zufolge viel später eine Erfindung des katholischen Italiens bzw. die des Römischen Reiches gewesen sein. Die direkte Verbindung zwischen Illyrern und Albanern wurde tatsächlich auch in einigen anderen Studien bereits entkräftet. Das albanische Volk oder das Wort Albania soll demnach nicht von Illyrern entstanden sein, sondern im Kaukasus als ein türkisches Volk existiert haben. Dieses Volk soll wiederum ursprünglich von den Ausläufern eines Flusses im Gebiet der Altai in die Kaukasusregion gekommen sein. Interessant ist jedoch, dass der Fluss seit tausenden von Jahren den Namen Ili trägt. Denn einigen Forschern zufolge war es einfach erklärt ein reiner Zufall, dass Römer die Albaner als Illyrer bezeichneten und die Albaner sich aufgrund ihrer ursprünglichen Heimat leicht damit abfinden konnten. Das albanische Wort Ilir bedeutet so viel wie ein freier Mensch und scheint ursprünglich von der Region des Ili-Flusses abzustammen. Auch die unzähligen türkischen Wörter in der albanischen Sprache deuten darauf hin, dass die Albaner türkische Gene haben könnten. Zwar könnte man dies mit der über 400 Jahren osmanischen Herrschaft im Balkan begründen, viele alte Schriften und Quellen zeigen allerdings, dass die türkischen Wörter bereits vor dem Osmanischen Reich im Balkan existierten und benutzt wurden. Professor Karl Süßheim schrieb bereits vor sehr langer Zeit, dass nach Latein die türkische Sprache den größten Einfluss auf das Albanische hat. Dabei sprach der Professor von mehreren Jahrhunderten vor den Osmanen. Demnach sollen sogar Albaner aus der Zeit der Antike äußerst viele türkisch-altaische Wörter benutzt haben. Dementsprechend verliert die Annahme, dass Albanisch zur indogermanischen Sprachfamilie gehört, immer weiter an Bedeutung. Auch die Çiftilia, das älteste albanische Nationalinstrument, steht bei dieser These im Vordergrund. Denn trotz ihrer Ähnlichkeit mit dem türkischen Saz, ist sie in ihrer Ursprung eher identisch mit dem urtürkischen Instrument namens Dombra. Mag sein, dass diese These bzw. die Studie sich für den einen oder anderen unglaubwürdig anhört. Jahrelang haben sich allerdings die unbegründeten Behauptungen westlicher Historiker und insbesondere der Unterstützer der indoeuropäischen Theorie so sehr in unseren Köpfen festgesetzt, dass wir die dagegen vorgebrachten Thesen gar nicht erst hören wollen. Die westlichen Historiker haben es sich leicht gemacht, indem sie behaupteten, dass alle Völker Osteuropas, des Kaukasus und Zentralasiens, deren Sprachen sie nicht entziffern und deren Geschichte sie nicht eingehend analysieren können, persischen, lateinischen und griechischen Ursprungs sind. Jegliche andere Ansichten, Thesen oder Studien werden nicht einmal geduldet, geschweige denn toleriert. Auch türkische Historiker stehen unter dem Einfluss ihrer westlichen Kollegen und können oft nicht über das hinausgehen, was diese sagen und behaupten. Selbst Tatsachen wie zum Beispiel, dass die Hunnen die Vorfahren der Türken sind, haben türkische Historiker erst akzeptiert, nachdem westliche Historiker dies zugeben mussten. Die Studie ist im Grunde genommen viel komplizierter als wie hier erklärt. Denn sie umfasst auch die antiken Zivilisationen wie zum Beispiel die Pelasger und Etrusker, die nicht wie bisher angenommen indogermanisch, sondern ebenfalls türkisch gewesen sein sollen. Selbst die berühmte Statue in Rom, die Kapitolinische Wölfin, welches im 5. Jahrhundert vor Christus von Etruskern gefertigt sein soll, erinnert tatsächlich an die türkische Asena-Legende. Die Legende erzählt von einem kleinen Jungen, dem einzigen Überlebenden eines türkischen Stammes. Der Stamm fällt einem Massaker zum Opfer, doch der Junge wird von einer Wölfin gefunden und aufgezogen. Die Wölfin flieht mit dem Jungen in Richtung der Berge in eine Höhle. In manchen Versionen ist der Junge noch ein Säugling, der von der Wölfin gesäugt wird. In anderen Versionen ist er bereits 10 Jahre alt und wird mit Fleisch ernährt. Der Junge wächst schlussendlich heran und vereinigt sich mit der Wölfin. In manchen Versionen lebt der Junge lange genug, um Rache zu nehmen. Die Wölfin Asena zählt als die tierische Urmutter des türkischen Volkes. Der kleine Junge könnte theoretisch möglicherweise von Turusha, der Sohn von Tiras, dem Sohn von Japhet, der Sohn von Prophet Noah war, abstammen. Denn Japhet, einer der 4 Söhne von Prophet Noah, gilt als Stammvater der Türken.
Von seinen Söhnen und Nachfahren entstanden ganze türkische Nationen und Länder wie das Hunnenreich, das Uigurenreich, der Göktürkstaat, die Seldschuken, sowie die Osmanen und viele weitere. Der Studie zufolge könnte das kaukasische Königreich Albania ebenfalls einer der vielen Turkstaaten sein, dessen Volk sich später im Balkan ausbreitete und sich diese Region zum neuen Heimat machte.